Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir hier weiter Welt 5 gemacht, sind bis zu Welt 5 gekommen. Jetzt machen wir weiter mit 5, 6, aber ich habe da was entdeckt. Und zwar einmal hier. Okay, eine Röhre. Weil ich habe da hinten noch was entdeckt, weil man kann angucken. Noch eine Röhre? Wird das zum gleichen Ziel? Noch mehr habe ich hier nicht gesehen. Dann gehen wir mal erstmal in die Röhre. Okay. Eine Münze. Noch mehr Röhren! Noch mehr Röhren. Die Röhre führt mich wohin? In Welt 1. Warum? Warum sollte ich zurückgehen in Welt 1? Ich meine, ich kann ja einfach auch so reisen. Also ist die Röhre schon mal zu dir? What the? What the heck? Ein goldener Train? Gehen wir mal rein. Okay. What the heck? Okay, ich kann den Panzer einfach mitnehmen. Okay. Ein Scrolling-Level und ich krieg einfach nur 1000 mal Geld. Okay, einfach soll einfach nur die Chance sein, hier abzukommen oder was? Bei Toad? Was macht Toad da? Ist hier irgendwo auch ein Pixel-Luigi? Irgendwie nicht. What the heck? Hallo? Hä? Was machst du mir? Okay, noch mehr Münzen. Warum ist Captain Toad hier? Und warum sind hier unendlich viele Münzen? Warum gibt es hier kein Pixel-Luigi? Also ich bin echt verwirrt. Und jetzt kommt ein Boss oder was? Nee. Okay. Jetzt kann ich noch mehr Münzen kriegen oder was? 100. Krieg noch einen Abs dazu. Okay, man kann hier tatsächlich Abs farmen. Kann man da 1000 mal drauf? Also ist das unendlich? Oder verschwindet das? Ja, es verschwindet. Okay. Okay, sehr strange. Es wird auch nicht als Level erkannt, deswegen glaube ich nicht, dass da Sterne gibt. Habt ihr gesehen, da sind wir dran gekommen und es wird irgendwie nicht als Level erkannt. Okay. Was ist denn hier? Okay. Ein Feuerbruder. Ein geheimer Feuerbruder. Das zweite Versteck. Der Feuerbruder. Der Feuerbrüder. So. Aber das ist ein Level. Das heißt, hier kriegen wir wieder einen Stern. Und wir bekommen Toad. Und 100 Sekunden Zeit. What the fuck? Der Gegner. Hä? Nein. Nein. Alter, ich sterbe hier. Ja, ach so, der steht. Der ist da oben drauf. Ach so. Das ist also... Das ist natürlich schon fies. Aber... Bam in your face. Und jetzt kriegen wir den Bildschirm. Leider habe ich meine Katze versaut. Aber egal, wir kriegen den Champ. What the fuck? Okay, der Part beginnt schon mal... relativ strange. Ja, wir sind zwar klein, aber wir haben einen Stern. Juhu. Kommt da noch was? Nein. Okay, das zweite versteckte Feuerbruder. Ich denke mal, da kommt bestimmt noch ein dritter. Alle guten Dinge sind drei. Wir könnten schon zu Welt 5-7, aber wir machen erstmal chronologisch weiter mit 5-6. Und das wäre Hüftparcourskurs durch Schlemmerland. Okay.
Keine Ahnung, was das schon wieder sein soll. Jedenfalls bekommen wir Mario. Okay. Kuchen. Und Kekse. Und Scheiße. Wegen das da. Achso, das stimmt, ich kann die nur so kaputt machen. Kann ich die auch wieder kaputt machen? Ich kann da ist der Pixel-Luigi. Gut. So kann ich da kommen. Und jetzt rüber. Genau. Alter, nein. Ich muss anscheinend durch die Piranhas. Nö, ich kann die Piranhas einfach umklappen. Cool. Yeah, Pilz. Hallo, du wirst auch sterben. Na dann, stirb mal. What the fuck? Achso, das war nur. Ah, okay. Ich will aber lieber die leichtere Variante haben. Das ist der grüne Stern. Cool. Achso. Cool. Ecke baust einfach mal. Was zum Teufel ist das? Kirsche. Danke. Danke für gar nichts. Wieso das kaputt machen? Nein. Das könnte eklig werden. Das sehe ich jetzt schon. Vor allem. Wenn man hier diese Kacke benutzen muss. WTF. Wie soll ich jetzt da hochkommen? WTF, wie soll ich denn da hochkommen? Ach so, so. Okay, und dann so. Ja. Und dann darüber. Genau. Und zur Mitte. Nein, scheiße, der Mario ist umgefallen. Und stirbt jetzt. Ich hoffe, ich brauche den nicht. Ich bin immer wieder das Ding steigen. Achso, da ist schon wieder der Pixel Luigi. Krass. Oh, cool. Sehr cool. Und erstmal was haben wir hier. Wieder der Blödsinn. Ja. Eine Röhre. Die führt mich wohin? Ein P-Switch. TF. Achso. Ja. Genau. Und jetzt kommt der Ball drauf. Genau. Ah, cool. Coole Idee. Mit dem zweiten Stern haben wir also schon den zweiten Stern bekommen. Ah, ich glaube, das könnte noch wirklicher. Vor allem. Ja, genau. Mit diesen komischen. Genau. Ist klar. Aber sonst habt ihr auch keine Wünsche mehr, ne? Wie geil! Ich bin einfach mal runtergesprungen. Man kriegt doch kein Pilz oder irgendein Power-Up. Warum denn? Ist doch Quatsch. Lieber erstmal zwei Marios. Das ist natürlich wichtiger. Piss dich mal. Bam. Der eine Mario ist schon mal tot. Na ganz ehrlich, der ist eine Wurst. Na dann, lass mal die Kugel kommen. Oh nein. Ja, genau. Du sollst da in das Loch jump. Nein. Das ist wieder der Pixel-Luigi. Und ich hab's verkackt. Schön. Schön, Flui. Du hast es einfach mal versaut. Bitte lass dich. Oh, ich danke dir, lieber Gott. Genau. Die Kugel muss jetzt nämlich da runterfallen. Durch das rote Loch. Genau. Genau. Jetzt verschiebt sich das. Und jetzt kommt sie da mit Tempo. Und jetzt kommen wir zum Stern. Mensch. So schwer ist es doch nicht. Das war zwar gerade nicht schwer, aber das, was jetzt kommt, ist schwer, meiner Meinung nach. Sieht zumindest schwierig aus. Zumindest im Anfang von einem. Nein, Alter, was ist denn das hier für eine Scheiße? Vor allem, was macht der für einen komischen Zeitwertsprung? Einfach auf der Stelle? Der sollte einfach darüber jumpen. Alter, das sagt. Langsam mit das Level mit uns sagt. Mario auch so manchmal so gut springt. Der eine Mario einfach nicht da, einfach nicht richtig in die Röhre springt. So, jetzt. Das Level geht mich jetzt echt schon richtig auf den Sack. Vor allem auch mit der Tatsache, dass die Kugel so arschlangsam ist. Und dass Mario manchmal so behinderte Sprünge macht.
Power-Ups hier. Das einzige Power-Up, was du bekommst, sind diese dämlichen, ist diese dämlichen Kirsche, die fucking ich einfach noch hasse. Was dann, dann kriegst du noch so einen Stern freisetzt. Ja, jetzt jump da mal richtig. Ja, wo sollen die ganzen Sterne sein? Was? Ja, Alter, was kann ich dafür, wenn der scheiß Mario einfach nicht vernünftig springen kann in diesem Kackspiel? Mensch. Oh. Ja, du sollst da einfach mal da hochjumpen, Mann. Langsam gehst du mich auf den Sack. Ja, in dem Mario ist du mir da einfach nur Wurst. Ey, lol, da ist ja ein Pixel-Luigi auf dem Ball. Sicher jetzt erst. Ziemlich viele Pixel-Luigi Easter Eggs. Wow. Alter. Nein. Ja, lol, like Baus. Aber wie episch. Wie episch ich den Ball da reingeschmissen habe. Das war nice. Scheiß Viecher. Mann, ich hasse dieses Scheißding. Das ist doch verkackte Scheiße, Mann. Mann, es ist echt nervig. Warum kannst du diesen Scheißding nicht mitnehmen? Ja, wunderbar. Danke, jetzt kann ich mich schon wieder sterben gehen eigentlich. Weil Marius mal wieder verkackt hat. Einfach die Kirsche genommen hat und Doppeltreffer kassiert hat. Weil er einfach zu blöd dafür ist, um zu scheißen. Nein. Mann, langsam geht das Level echt auf den Sack. Oh, Witz. Ja, den Stern hole ich hoch zum 5000. Mal. Warum? Weil Mario einfach nicht richtig jumpt. Das ist ein behinderter Klempner. Ja, Mann. Wo sollen diese letzten Scheißmünzen sein? Sag es mir, Spiel. Sag es mir einfach mal. Ich muss doch... Ja, fick dich mit deinem scheiß Hilfending da. Jetzt trifft er einfach die Kacke dann hin. Ja, der andere Mario stirbt mal wieder. Wie immer, weil er zu doof ist zum Scheißen. Alter! Genau, jetzt mal ein bisschen Tempo hier. Da. Den Stern hole ich zum 5000. Mal, weil der eine Stern nicht übel sich nervt, weil das Spiel mir einfach nicht zeigt, wo die letzten scheiß Münzen sind. Du Gumba, gehst mir einfach auf den Sack und ich hasse dieses Level, das hier einfach kein einziges Power-Up gibt. Ja, was soll ich halt tun? Ich kann halt nicht auf der Stelle springen. Ich kann halt nicht auf der Stelle springen, wenn der Scheißdreck sich immer wieder wechselt. Alter. Schön. Ja, geil. Spring halt einfach noch in den Tod rein, du Horst. Und diesen Stern hole ich auch wieder zum 5000. Mal. Warum? Weil dieser behinderte Klempner nicht ordentlich springen kann. Ja, jetzt muss ich noch richtig springen. Da rein und da rein. Und die Kugel ist auch so lahmarschig. Das ist unfassbar. Diese Gumbas. So was. Ich scheiße jetzt mal auf den Stern. Geht einfach nicht zu. Kann halt nicht so weit springen. Halt einfach mal nicht auf den Sack. Ich geh jetzt einfach ins Ziel. Ja, leck mich doch. Ja, so krieg ich den. Ja, so krieg ich den Stempel. Ich soll zwei verkackte Marios in dieses verkackte Ziel bringen. Leck mich doch. Und es ist mir klar, dass ich die oberste Ziellage nicht erreicht habe. Die ist schon wieder ein Pixel-Luigi, der 5 Millionste.
15 Minuten für dieses behinderte Level geschafft. Geil, geil. Dankeschön, 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 Mario. Für nichts und wieder nichts. Geil. Ach, wunderbar. Jetzt haben wir auch noch verfolgte Kugelwillis hinterher. Dankeschön. Es ist eigentlich Wasser. Es ist eigentlich eine Wasserwelt. Wir haben ein einziges Wasserlevel. Ein einziges. Und das ist eine Wasserwelt. Was versteht ihr nicht? Und ein. Na, Wasserwelt. Das ist eine Wasserwelt. Keine Mixwelt. Jesus Christ. Übrigens. Du sollst mich in Ruhe lassen. Habe ich auch hier alle Fahnenstangen aus Welt 4 bis 1 gesammelt. Das heißt, wir haben jetzt die oberste Fahne überall erreicht, bis auf dieser Welt. Aber naja, bis zum nächsten Mal, Leute. Und